Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit am Mittwoch. Wie jeden Mittwoch schauen wir uns jetzt die aktuellsten Nachrichten aus der Westlausitz an. Wie jedes Jahr lud die Stadt Kamenz wieder zur Neujahrsansprache ein. Oberbürgermeister Roland Danz begrüßte alle mit einer Neujahrsrede. Ein ganz besonderer Gast war ebenfalls mit dabei, um das neue Jahr mit den Kamenzern einzuleiten. In Kamenz fand am vergangenen Freitag der traditionelle Neujahrsempfang statt. Dabei ließ Oberbürgermeister Roland Danz das vergangene Jahr Revue passieren, rief zum Dialog untereinander auf und ging auf gemeinsame Ziele in diesem Jahr ein. Zusammen mit dem Landkreis Bautzen solle beispielsweise die Sanierung der Schwimmhalle endlich starten und der Radwegbau zwischen Kamenz und Gersdorf vorangetrieben werden. Ebenfalls wurden insgesamt 19 Männer und Frauen mit der Ehrenmedaille der Stadt für ihr Engagement ausgezeichnet. Als besonderer Gast des Abends besuchte Ministerpräsident Michael Kretschmer die Lessingstadt und durfte sich nach einer Rede ins sogenannte Goldene Buch eintragen. Im Zuge der Vogelhochzeit am 25. Januar besuchten Kinder der Kindertagesstätte Kunterbund in Kamenz das Azurit-Seniorenzentrum Bautzner Berg. Im Gepäck hatten sie nicht nur ein eingeprobtes Bühnenstück mit Gesang, sondern auch ein kleines Präsent. Das Bild haben wir für euch gemalt. Die Senioren waren sichtlich amüsiert. Stand ihnen die Freude auch nicht gleich ins Gesicht geschrieben, fanden sie doch nach der Aufführung sehr passende Worte. Das war wirklich schön. Wir haben sich große Mühe gemacht. Ja, es war schön. Wir bedanken uns so für alles. Uns hat es gefallen. Die Kinder haben sich viel Mühe gegeben. War verständlich. War wunderschön. Die können wiederkommen. Ich könnte weinen, wenn ich das höre, wie die Kinder sich so viel Mühe geben. Weiter so. Gute Mühe gegeben. Hat mir gefallen. Es war wunderschön, was ihr da gemacht habt. Wirklich. Ich muss sagen, meine Kinder waren ja auch im Kindergarten und haben das auch schön aufgeführt. Aber hier waren ja nur viele. Das war sehr schön. Und die haben alle mitgemacht, so richtig. Das ist eine Verbindung zwischen Jung und Alt, die wir uns gerne wünschen. Und wir hoffen, dass die Kinder oftmals wiederkommen. Wir waren schon öfter im Kindergarten gewesen, haben dort Spenden überbracht, haben den Kindern Gesellschaft geleistet. Das war eine wunderschöne Sache. Kinder und Alt, das gehört einfach zusammen. Und ich als Vorsitzender des Beirates möchte sagen, das war eine gelungene Veranstaltung heute, die uns sehr viel Freude gemacht hat. Natürlich gab es für die tolle Aufführung und das selbstgestaltete Bild dann auch noch eine kleine Gegenleistung von den Senioren in Form eines großen Obstkorbes. Wir haben euch einen Obstkorb zubereitet und den könnt ihr dann als Frühstück mit allen anderen noch teilen im Kindergarten. Ja. Und zum Naschen ist natürlich auch noch was ich für euch. Ja. Somit waren alle glücklich und es ging auch für die Steppges mit einem Lächeln im Gesicht zurück ins Haus Kunterbund. In den vergangenen Tagen folgten 6 Vertreterinnen und Vertreter der Lausitzrunde der Einladung zur Fraktionssitzung der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Die Grundlage der gemeinsamen Beratung stand unter dem Titel Sicherheit und Klarheit beim Strukturwandel in der Lausitz, den die Linksfraktion bereits in den Bundestag eingebracht hat. Karin Ley und Christian Görke, beide Abgeordnete aus der Lausitz, erklärten: Seit vielen Jahren pflegen wir einen engen Austausch mit den Oberbürgermeistern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie Landräten der Lausitz beim Thema Strukturwandel. Wir sehen als Linke an vielen Stellen Nachbesserungsbedarf beim Kohleausstieg und Strukturwandel und wissen uns dabei einig mit den Vertretern der kommunalen Ebene aus den betroffenen Gebieten. Wir wollen den Strukturwandel gerechter gestalten, indem wir allen betroffenen Arbeitnehmern mit Anpassungsgeld und Hilfe zur Neuorientierung unterstützen. Für Neschwitz steht 2023 im Zeichen der Vorbereitungen für den geplanten Neubau der Kindertagesstätte. Wie Bürgermeister Gerd Schuster betont, werde man daran arbeiten, solange irgendeine Aussicht auf Erfolg besteht. Noch im Februar werden die ersten Planungsunterlagen beim regionalen Begleitausschuss eingereicht. Im Falle einer Ablehnung droht der Entzug der Betriebserlaubnis für die Kita.
Im Zuge des Neubaus sind auch eine Kapazitätserweiterung im Kindergartenbereich sowie Platz für eine Hortgruppe vorgesehen. Das Vorhaben hat ein Volumen von etwa 10 Millionen Euro, wobei Gerd Schuster darauf hofft, dass sich die zuletzt stark angestiegenen Baupreise auch wieder normalisieren. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde am Ausbau der S98 in der Ortslage Neschwitz. Der Schwebnitzer Ortsteil Bullaritz soll eine neue Kegelbahn bekommen. Laut dem ersten Vorstand der SG Bullaritz, Martin Wendt, ist ein entsprechender Förderantrag von der Sächsischen Aufbaubank bewilligt worden. Die SAB und die Gemeinde Schwebnitz übernahmen jeweils 30.000 Euro. Die Sportgemeinschaft will Eigenleistungen im Wert von 10.000 Euro einbringen. In diesem Zuge soll die Zweibahnanlage komplett ersetzt werden. Bei einer Inspektion durch den Deutschen Keglerbund waren erhebliche Mängel festgestellt worden. Die Frist für die Behebung läuft 2024 ab. Die Arbeiten sollen in der Spielpause zwischen Mai und September erfolgen. Die SG Bullaritz spielt in der Kreismeisterliga der höchsten Spielklasse des Landkreises Bautzen. Mit einer Projektidee zu einem Kulturdenkmal in ihrer Region können sich Schulen im kommenden Schuljahr um eine Prämie bewerben. Das Kultusministerium und Landesamt für Denkmalpflege haben die neue Wettbewerbsrunde des Landesprogramms Pegasus – Schulen adoptieren Denkmale ausgeschrieben. Bis zum 7. Juni können sich Klassen, Kurse und Lerngruppen aller Schularten um eine der 18 Prämien in Höhe von 500 Euro bewerben. Für Ideen zum Thema UNESCO-Welterbe stehen zudem zusätzlich 1.000 Euro zur Verfügung. Mit dem Geld soll jeweils die Umsetzung der Projektidee unterstützt werden. Teilnehmer des Landesprogramms sind zudem zu einem Bildungstag im September eingeladen, wo sie weitere sächsische Denkmale kennenlernen können. Am 13. Februar soll mit dem Ersatzneubau der Elsterbrücke im Kamenzer Ortsteil Wieser begonnen werden. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Der Bau, welcher auch den Rückbau der anliegenden Stützmauer umfasst, kann nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Andauern werden die Arbeiten voraussichtlich bis zum Jahresende. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Samstag unberechtigt Zugang zu einem Betriebsgelände an der Schwarzen Mühle in Kamenz. Die Täter hatten es auf einen roten Radlager abgesehen. Sie entwendeten das Fahrzeug der Marke Schäffer im Zeitwert von 8.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Kamenz sicherten Spuren und die weiteren Ermittlungen werden von der Soko Kfz geführt. Nach der Arbeitsmaschine wird jetzt international gefahndet. Am Sonntagmorgen ist es auf der B97 zwischen Großgrabe und Schwebnitz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-Jähriger kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er gegen mehrere Bäume. Der Peugeot überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch den Aufprall wurde der junge Mann schwer verletzt und anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 9.600 Euro. Der Verkehrs- und Verfügungsdienst hat die Ermittlungen übernommen. Am Sonntagnachmittag meldete sich ein Betrüger bei einer Seniorin aus Lausnitz und gab sich als ihr Sohn aus. Er habe eine neue Handynummer und es gebe Probleme bei der Bank. Die Rechnung müsse jedoch bis zum Montag beglichen sein. Der angebliche Sohn bat die Betrogene um Übernahme der Rechnung von etwa 1.900 Euro. Anschließend überwies die Seniorin den geforderten Betrag auf ein litauisches Konto. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. 2022 ist im Jahresdurchschnitt der Erwerbstätigenzahl ein Anstieg sichtbar geworden. Mit ca. 2,07 Millionen Erwerbstätigen im Freistaat Sachsen bedeutet das einen Anstieg von rund 17.000 Menschen oder 0,8%. Das ist ein neuer Höchststand seit 1991. Während die Anzahl der Selbstständigen gesunken ist, stieg die Anzahl der Arbeitnehmer deutlich an, mit einer hohen Konzentration im Dienstleistungssektor. Die Zahl der Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe ist hingegen deutlich weniger angestiegen, wobei in Bereichen wie der Fischerei oder dem Baugewerbe sogar Rückgänge von bis zu 500 Personen zu erkennen sind, so die aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen. Die Grundschule in Königsbrück startete mit guten Taten in das neue Jahr. Interessierte Schüler und Schülerinnen aus allen Klassenstufen haben unter anderem gemeinsam Müll gesammelt, Dekorationen für das Schulhaus gebastelt und Halbkugeln für den Sportunterricht mit Sand befüllt. Im gesamten Schuljahr wurden bereits 63 gute Taten erlebt und an der Gute-Taten-Wand sichtbar für alle dokumentiert. Situationsorientiert
sollen gute Tatenvorschläge der Schüler und Schülerinnen auch in die künftigen Stunden eingebunden bzw. vorgemerkt werden, so die Schulleitung. Einen flüchtigen Autodieb konnten Beamte der Polizei am Donnerstagnachmittag bei Braunau stellen. Ein roter Mercedes SUV war zuvor in Gelsenkirchen entwendet worden. Zudem soll das Fahrzeug mit einem gefälschten Berliner Kennzeichen in Richtung polnische Grenze unterwegs gewesen sein. Mehrere Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Polizei verfolgten den Wagen und konnten den Dieb schließlich stoppen. Genaue Angaben zu den Insassen und möglicherweise erfolgten Verhaftungen liegen bislang nicht vor. Bis zum Jahr 2100 sollen insgesamt 100.000 Personen aktiv Sorbisch sprechen. Das war ein Tagesordnungspunkt am vergangenen Freitag bei der Tagung des Bundesvorstandes der Domowina in der Kulturfabrik Hoyerswerda. Mit dem Projekt Netzwerk für regionale Identität und sorbische Sprache möchte Wissenschaftlerin Cordula Ratajčakova die sorbische Sprache weiterbringen und nimmt sich ein Beispiel an anderen Völkern und Minderheiten in Europa. Andere Tagesordnungspunkte waren der neu ins Leben gerufene Stiftungsrat zur Struktur und Stiftung für das sorbische Volk sowie die Arbeitsrichtlinien der Domowina. Die nächste Tagung findet am 22. April in der alten Chemiefabrik Cottbus statt. Das Kamenzer Forstfest soll eine Verlängerung finden, allerdings nur auf dem Festplatz unter einem anderen Namen. Der Stadtrat hat beschlossen, dass der Rummel auf das Wochenende nach dem Forstfest ausgedehnt werden soll. Dem war eine entsprechende Petition vorangegangen, die von mehr als 40 Schaustellern und Marktanbietern unterzeichnet worden war. Diese argumentieren, dass ein zweites, komplettes Wochenende die Teilnahme auch für größere Fahrgeschäfte attraktiver mache. Der Stadtrat sieht allerdings auch mögliche negative Aspekte, beispielsweise die Lärmbelästigung für die Anwohner. Deshalb soll die Verlängerung in diesem Jahr zunächst probeweise erfolgen. Offiziell endet das Forstfest auch weiterhin am Donnerstag. Am 3. Februar bleiben alle Bereiche der Stadtverwaltung Kamenz geschlossen. Wie die Verwaltung selbst mitteilte, können aus organisatorischen Gründen nicht geöffnet werden. Ab Montag ist das Rathaus in Kamenz aber wieder zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar. Eine Dieselspur hat Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Kamenzer Straße in Königsbrück geführt. Ein Audi-Fahrer war wegen ihr auf einen an der roten Ampel wartenden Ford gerutscht. Es entstand Schaden von etwa 8.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher der Dieselspur geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 03578 3520 oder in jeder anderen Dienststelle zu melden. Sich seiner Vorbildsfunktion bewusst sein ist wichtig im Umgang mit Kindern. Dafür hat sich Claudia Röder mit dem Kamenzer Kinderschutzbund zusammengesetzt und ein neues Projekt auf die Beine gestellt. Wir waren vor Ort in Bernsdorf beim Verein Kinder unserer Heimat. Mit dem eigenen Verhalten Kindern achtsam gegenübertreten, sie frei entfalten und entwickeln lassen, so wie es für sie am besten ist. Nach dieser Philosophie gründete Claudia Röder gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Kamenz das Projekt Kinder unserer Heimat. Doch wie kam es zu der Umsetzung, dabei zu unterstützen, dieses Bewusstsein zu wecken? Genau, während der Corona-Pandemie sind mir viele Sachen aufgefallen, die im Umgang mit unseren Kindern noch nach alten Mustern verlaufen, und ich als Mama habe das dann selber mal überdacht und darüber nachgedacht, wie ich als Mama denn mein Kind erziehen möchte, und habe dann festgestellt, dass es da mal einer Neuauflage bedarf, und habe dann mit dem Kinderschutzbund in Kamenz zusammen ein Projekt auf die Beine gestellt. Das nennt sich Kinder unserer Heimat und soll Erwachsene wieder achtsamer im Umgang mit unseren Kindern machen. Also nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern, Erzieher, Lehrer und jeder, der mit Kindern in Kontakt kommt. Erwachsene im Umgang mit Kindern sensibilisieren und Empfindungen wahrnehmen. So die Botschaft. Dass die Mamas und Papas auch einfach mehr auf ihr Gefühl hören. Ne? Wenn die merken, also irgendwie habe ich das Gefühl, das tut meinem Kind wirklich nie gut. Aber Erzieher A und B sagen das anders, dann
Hört doch auf euer Gefühl, liebe Eltern. Nehmt das Kind dort raus, holt sie aus dem Stress raus. Vielleicht ist das kein Kind für die große Bühne, vielleicht ist das ein Kind für den Hintergrund. Nach Alternativen suchen. Genau, nach Alternativen suchen. Einfach sagen, das ist in Ordnung, mein Gefühl ist richtig und mein Gefühl ist auch richtig für mein Kind. Also unser großes übergeordnetes Ziel ist einfach, dass wir als Erwachsene uns mehr bewusst werden, dass wir eine Vorbildfunktion haben. Man sagt das immer so leicht daher, aber Kinder übernehmen alle Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen. Sachen, die wir sagen, die übernehmen Sachen, die wir tun und die übernehmen vor allem auch unsere Problemlösung. Also wie gehen wir selber mit Problemen um, wie gehen wir selber mit Konflikten um und wie gehen wir selber mit unseren Mitmenschen um. Derzeit umfasst das Projekt 5 Mitglieder, die sich mit viel Liebe und Herzblut für den Kinderschutz einsetzen und engagieren. Mit selbstgestalteten Karten soll noch einmal mehr auf Situationen und Verhalten gegenüber den Kleinen aufmerksam gemacht werden. Und da das Projekt wachsen soll, bedarf es tatkräftiger Unterstützung. Wir haben eine wunderschöne Internetseite, wo ihr ganz viel über uns schon lesen könnt. Da sind unsere Materialien vorgestellt, da sind wir als Projektteam vorgestellt. Wir haben da auch ein Kontaktformular drin. Das heißt, ihr könnt uns da einfach eine Nachricht schicken. Wenn ihr Interesse an den Postkarten habt, dann machen wir euch einen Brief fertig. Wenn ihr Interesse an den Plakaten habt oder auch einem Beutel, da haben wir auch ein paar schön gestaltete Sachen, dass ihr uns einfach eine Nachricht schickt. Wir senden euch ein Paket zu. Noch lieber wäre es uns natürlich, wenn wir uns treffen würden. Das heißt, wir können uns auch privat mal zusammensetzen, stellen euch auch unser Projekt nochmal vor. Und wer Lust hat, kann dann auch sehr gerne als Projektmitglied mitwirken. Kinder unserer Heimat. Ein Projekt, das mit Bewusstsein eine bessere Welt für alle Kinder schaffen soll. Ein Konzept, das Hoffnung macht. Und das war sie auch schon, unsere Regionalzeit am Mittwoch. Morgen senden wir dann die Nachrichten aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Haben Sie bis dahin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.